Ich bin nicht nur Repräsentant, ich bin zugleich auch nervös. Es ist mir eine große Ehre, bei der Schneelöwe-Preisverleihung für Menschenrechte 2024 die Keynote-Speech halten zu dürfen. Der Schneelöwe ist ein allegorisches Tier der Tibeter und auf eine mythologische Weise im tibetischen Himalaya zu Hause. Hima bedeutet Schnee. Und Alaya bedeutet Ort oder Wohnsitz. Das heißt in gewissem Sinne das Zuhause der Tibeter. Hoch ist also das Gebirge, weiß der Schnee, edel der Löwe und unschuldig wie auch tapfer die Tibeter. Und die Hongkonger, die wie ein Löwe gegen das Regime gekämpft haben. Den Hongkonger und den Tibetern, die teilen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ein gemeinsames Schicksal. Die sind seit Jahrzehnten, seit Jahren vom schlimmsten Elend getroffen, das direkt von dem chinesischen Kommunismusregime in Peking stammen. Der deutsche Begriff Elend wird übrigens im Chinesischen im Allgemeinen mit Tongku, Zainan, das heißt Schmerzen und Leiden übersetzt, was normalerweise als angemessen angesehen wird, aber es steht meiner Ansicht nach nicht die Wurzel von Elend dar, denn in Elend versteckt sich Exil im Ausland. Zusammen schrumpft Elend, Exil im Ausland zu Elend. Das heißt, der Umstand, der der Bedeutung von Elend zugrunde liegt, entsteht, wenn man der Heimat des Vaterlands verwiesen worden ist. Meiner Mutter hat zwar diese Schicksal gehabt, aber sie hat während ihrer Kinder und Jugend in Taiwan sehr oft schnellstens in den Bunker einlaufen müssen, weil Taiwan bombardiert wurde. Meine Schwiegermutter war auch gezwungen, zusammen mit Chiang Kai-shek, die ja von den Kommunisten in die Flucht nach Taiwan geschlagen wurde, die wurde auch ihre Heimat verwiesen. Dieser Begriff Elend hat viele getroffen und diese entstanden, wie gesagt, wenn der Mensch seine Heimat, seines Vaterlands verwiesen wurde. Und das kennen die Deutschen auch, wenn wir uns daran erinnern, an den Begriff die Göttinger Sieben. Sie kennen ja die Göttinger Sieben in 1837, da wurden sieben Professoren von der Universität entlassen, weil sie protestiert haben gegen den König von Hannover. Der wollte die Verfassung, die ja damals als liberal und frei fortschrittlich galt, er wollte diese Verfassung vernichten. Und diese sieben Professoren haben protestiert, wohlwissend, die werden mit harten Strafe rechnen müssen. Und das ist geschehen. Drei davon, also alle sieben haben ihren Stell an der Uni verloren, drei davon sind der Heimat des Vaterlands verwiesen. Einer davon heißt Jakob Grimm. Ein Jahr danach, 1838, hat er ein Büchlein geschrieben und darin hat er versucht, die Entscheidung, trotz des Wissens bestraft zu werden, dennoch diesen Protest mitgemacht zu haben. Und folgendermaßen hat er diese Entscheidung gerechtfertigt. Die Geschichte zeigt uns edle und freie Männer, welche es wagten, vor dem Angesicht der Könige die volle Freiheit zu sagen. Das Befugtsein gehört denen, die den Mut dazu haben. Oft hat ihr Bekenntnis gefruchtet, zuweilen hat es sie verderbt, aber nicht ihren Namen. Auch die Poesie der Geschichte widerscheint, unterlässt er nicht, Handlungen der Fürsten nach der Gerechtigkeit zu wägen. Solche Beispiele
lösen den Untertanen seine Zunge da, wo die Not drängt, und trösten über jeden Ausgang. Meine Damen und Herren, diese Rechtfertigung ist heute aktueller wie je. Die Tibeter, die Hongkonger, die chinesischen Dissidenten, die Uiguren, die wussten, was auf sie zukommen würde, wenn die Nein sagen würde zu diesem totalitären und diktatorischen Regime. Dennoch haben sie das gemacht. Und das hat die Asiaten in Verbindung gebracht mit den Europäern, mit Deutschland. Und darüber finde ich meinen Trost, dass es sowas, eine solche Bindung gegeben hat. Wir kehren dann zurück zu dem tibetischen Schneelöwen. Ide frei ist der Schneelöwe, ja, hochwürdig ist er, hochwürdig und niederträchtig dagegen das chinesische kommunistische Regime. Sie kennen den Ausbruch des Invasionskrieges der chinesischen Volksbefreiungsarmee gegen Tibet am 7. Oktober 1950. Da war die am 1. Oktober 1949 es gegründete Volksrepublik China gerade mal ein Jahr alt. Da haben sie diesen Invasionskrieg gemacht. Man könnte also sagen, der Schneelöwe ist heilig und die Kommunisten haben es eilig. 1950, Invasion der Volksbefreiungsarmee in Tibet, 8 Jahre danach, 1959, Aufstand der Tibeter, von der Volksbefreiungsarmee kaltblütig niedergeschlagen. Ich bitte darauf zu achten, Aufstand niedergeschlagen. Knapp 90.000 Tibeter kamen ums Leben, viele davon waren Mönche. 40 Jahre danach, 1989, zeigt sich das chinesische Regime erneut, wozu es fähig ist. Sie wissen, ich meine damit das Tiananmen-Massaker, beginnend am 4. Juni 1989. Tibet, Tiananmen und Taiwan, alle drei T habe ich jetzt erwähnt. Das sind sozusagen tabuisierte T bei den Chinesen in Peking. Ich weiß, die Europäer haben sich in der letzten Zeit zu Recht eher beschäftigt als mit 3T, mit 3D. Das ist der Decoupling, der Rüstchen und der Eskalation. Aber glauben Sie mir, egal ob es um D oder T geht, das Problem ist immer bei C, China. Ich habe in Bochum studiert. Ich habe in Berlin geforscht und als Botschafter oder Repräsentant von Taiwan bin ich hier schon seit ununterbrochen fast 8 Jahren meinen diplomatischen Arbeiten nachgegangen. Ich glaube, ich bin dann berechtigt, einen Vergleich anzustellen zwischen Taiwan und Deutschland. Ich kann sagen, die Deutschen, die haben Erdbeeren, wir haben Erdbeben, die haben iPhone, wir auch. Wir haben darüber hinaus noch Taifun. Und die haben Corona, wir haben China. Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Meine Damen und Herren, es dürfe Ihnen nicht entgangen sein, dass das, was das chinesische Regime einst gegen die Tibeter vorgenommen hatte, sich immer wiederholt an den Uiguren, an den Südmongolen, an den Hongkonger, ja, an ihrer eigenen Hand Chinesen, denn Dissidenten und das gleiche Schicksal, so jetzt auch uns Taiwaner treffen. Die Anzahl der Bewohner von der Ukraine zu den Russen ist 1:3. Taiwaner zu China 1:60. Wir haben nur 4 U-Boote. Ich habe immer darauf hingewiesen, wir haben 4 U-Boote. Die Taiwanstraße ist eng, im Durchschnitt 140 Kilometer breit. Wir haben 4 U-Boote, das jüngste davon ist 40 Jahre alt. Die Chinesen haben, das ist nicht mal der Stand von heute, sondern von 2019, die haben 69 U-Boote, tipptopp, beste Qualität modernisiert, 4 gegen 69.
Daher hat unsere Präsidentin vor 5 Jahren uns gesagt, wenn kein Land sich traut, U-Boote an uns zu verkaufen, dann versuchen wir selber, U-Boote zu bauen. Gesagt, getan, 5 Jahre später, das heißt, am 28. September 2023, das war der Tag der Soldaten, der Verteidigung, da wurde das erste U-Boot von Taiwan zu Wasser gelassen. Ich hätte hier in Deutschland eine Schlagzeile vorgeschlagen, Taiwan baut U-Boote, um sich über Wasser zu halten. Meine Damen und Herren, wir haben auch gesehen, und mir wurde seit dem Ausbruch des Invasionskrieges am 24. Februar 2022 immer von den Journalisten, von Politikern, von Zivilgesellschaften gefragt, heute die Ukraine, morgen Taiwan. 3 Jahre davor, 2019, war mir auch eine ähnliche Frage gestellt worden, heute Hongkong, heute Taiwan. Meine Damen und Herren, wie ich gesagt habe, es gibt ein Modell für die Handlungsweise von dem chinesischen Regime in Peking. Es handelt sich im Prinzip immer wieder um dasselbe Modell. Grenzen ignorieren mit Ausreden, Invasion mit Militär, Frieden anbieten mit Einschüchterung, Eroberung mit Gewalt, Regieren mit Terror. So ähnlich wie der Erlkönig in Goethes Ballade Erlkönig dem unschuldigen Knaben antut. Sie erinnern sich anfangs mit Verführung. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele, spiel mit dir. Manche Blumen sind am Strand, meine Mutter hat manche Güten gewandt. Funktioniert nicht, komm doch. Wirst du feine Knaben mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den Nektar herein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Funktioniert nicht. Dann wird er böse und sagt dann, ich liebe dich, mich reißt deine schöne Gestalt und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. 1782 ist ja gar nicht so weit von heute. Ich glaube, ich könnte Herr Müller hat vorhin von Zeitenwende gesprochen. Ich mache hier einen kurzen Abstich zu diesem Zeitenwende. Gerade in dieser Ballade handelt es sich um eine literarische, grammatikalische Zeitenwende. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind, Präsens. Wer reitet so spät durch den nackten Wind? Es ist der Vater mit seinen Händen. So geht es bis zum Ende. Mein Vater, jetzt fasse er mich an. Er, König, hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauses, er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind, er reitet hoch mit Mühe und Not in seinen Armen das Kind. Und jetzt haben wir Zeitenwende, Präsens zum Präteritum. In seinen Armen das Kind war tot. Also 2 Zeitworten vom Präsens zu Präteritum. Goethe hat es sicherlich sagen wollen. Bereitet euch vor, hört zu, was man für Warnung jetzt hat. Der Invasionskrieg von Russland gegen die Ukraine wäre überhaupt nicht starten, hätte nicht starten können, wenn wir, auch Taiwan, wenn wir alle gehört hätten, was die Ukrainer, was die Nachbar angrenzende Staaten gesagt haben. Wir haben leider nicht zugehört. So brauchen wir diese Zeitenwende. Und diesen Fehler wollen wir nicht an Taiwan wiederholen. Xi Jinping hat mehrmals gesagt, im Hinblick auf Xinjiang, auf Tibet, ach, dieses Land hat schon seit eh und je zu China gehört. Taiwan auch. Bezieht sich sogar auf eine Resolution, verabschiedet in der UNO am 25. Oktober 1971. Viele von Ihnen wissen, Herr Isa weiß es am besten,
was Xinjiang auf Chinesisch bedeutet. Xinjiang heißt auf Chinesisch neues Territorium. Wenn ein Teil von China neues Territorium heißt, dann kann es ja nicht sein, dass dieses Land schon immer zu China gehört hat. Meinen Sie nicht auch? Tibet. Wenn Tibet immer zu China gehört haben sollte, wozu braucht man Militär? Wozu braucht man Militär, um das Land unter Kontrolle zu kriegen? Und Taiwan, haben wir gesagt, hat immer zu Taiwan gehört. Meine Damen und Herren, nochmal, diese Volksrepublik ist gegründet am 1. Oktober 1949 und seitdem hat China Taiwan keinen einzigen Tag regiert. Meine Damen und Herren, wenn man nicht verheiratet ist, kann man doch nicht geschieden werden. Das ist es. Und ist nur nebenbei gesagt, Xi Jinping hat mehrmals öffentlich und offiziell gesagt, China macht keine Versprechung, die Taiwan-Frage ohne die Anwendung von Gewalt zu lösen. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn er sowas sagt. Taiwan-Frage. Er spricht von Taiwan-Frage. Taiwan ist doch keine Frage. Taiwan ist doch die Antwort. Taiwan ist keine Frage. Ich glaube, Taiwan ist die Antwort auf die Frage, auch von Ihnen. Ist China überhaupt demokratiefähig? Ich sage ja, China, aber nicht mit diesem kommunistischen Regime. Ich muss leider sagen, es gibt auch hier im Lande manche, darunter einen Fernsehphilosophen, ich glaube, die wissen, wen ich meine, die sagen und die machen der Außenministerin von Deutschland den Vorwurf, sie wolle den Chinesen unsere europäischen Werte aufzwingen. Die Chinesen würden doch auch Recht haben, ihre eigene Vorstellung von Rechten, von Bürgerrechten, von Menschenrechten haben dürfen. Diese Leute sprechen von europäischen Werten. Ich frage mich, haben nicht die ehemaligen Bürger von der DDR vor dem Mauerfall im Ende des Jahres 1989, hatten die bis dahin diese Rechte auch sehr, sehr sich gewünscht haben und mussten dann ihre Freiheit, ihre Familie, ihr Leben dafür offen. Auch vor dem 18. Jahrhundert haben die Europäer auch dafür kämpfen müssen, damit sie sozusagen diese Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter erkämpfen müssen. Als ich 2005 hierher kam und dann nochmal 2016, habe ich noch hier gehört, man sprach von universellen Werten, gemein, sie ist derselbe Gegenstand. Und jetzt, inzwischen haben viele Leute von universellen, von europäischen Werten gesprochen. Das ist eine Schande, dass man dem Chinesen nach der Mauer geredet hat. Ich glaube, wenn dieser Philosoph schon ein bisschen zu viel getrunken hat und deshalb das gesagt hat, dass, da möchte ich mir ein Auge zuschließen, dann sage ich, man muss am wenigsten noch verstehen, es gibt in Deutschland Philosophen und Philosophen. Und der hat zu viel gesoffen. Ich merke hier leider, dass es immer noch Leute geben, die sagen, wir dürfen es uns nicht leisten, es mit dem Chinesen zu brechen. Ich kann Ihnen sagen, die Taiwaner, die Hongkonger, die Mutigen, die haben sich gesagt, wir lassen uns runterkriegen. Und das ist wichtig, dass wir gemeinsam das tun. Es ist leider mir aufgefallen, dass hier in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber viele, viele Orte, die Leute sich sagen, wir dürfen die Chinesen nicht verärgern. Sonst drehen sich um, die kommen nicht mehr zurück. Mensch, und wir brauchen doch die. Und aus diesem Grund haben sie sozusagen die Augen zugetan und die Chinesen können dann sich leisten, was sie wollen. Habe keine Angst.
dass die Chinesen sich wegdrehen würden, wenn wir etwas tun oder lassen, was denen missfallen würde, wenn wir es aus Gerechtigkeit tun würden. Keine Angst, die Kommission zu den Chinesen sind genauso, wenn nicht mehr, abhängig von den deutschen Technologien, von den deutschen Investments und so weiter und so weiter. Dafür hat der Romantiker Heinrich Heine 1832 ein Gedicht geschrieben, ein kurzes Gedicht geschrieben. Und mit dem kann man heute sagen, mit diesem Gedicht müsste man eigentlich den Chinesen gegenüberstehen. Das Gedicht lautet: Das Fräulein stand am Meere und seufzte Land und Bann. Es rührte sie so sehr, der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein artes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Das ist die Sonne. Na gut, früher hat man keine Elektrizität. Wenn die Sonne untergeht, dann herrscht die Dunkelheit. Man denkt, die Dunkelheit. Man denkt, die Dunkelheit dauert Ewigkeit. Man macht sich Sorgen. Nein, die Sonne geht am nächsten Morgen auf, ohne dass wir von ihr verlangt haben. Und so genau würden die Chinesen auch zurückkehren, auch wenn wir etwas tun, was wir für richtig halten. Denn die werden uns mehr respektieren, wenn wir, ja, auf jeden Fall, wenn wir keinen Kotau machen. Das ist wichtig zu wissen. Ich komme gleich zum Schluss. Ach, ich wünsche mir, ich wäre Xi Jinping, der kommt auch zum Schluss. Ja. Ich würde hier in diesem Fall von dieser Dichotomie nur andeutungsweise sprechen, oben und unten. Ich habe vorhin von der Niederlage, man könnte sich vorstellen, Eroberer. Der Eroberer, warum heißt es Eroberer? Weil der Eroberer mit Gewalt die Oberhand gegenüber den Untertanen gewonnen hat. Und dieser Unter ist versteckt, zusammengeschrumpft in Un, Präfix Un. Und wenn man unhört, dieses Un beunruhigt eigentlich das Ohr. Dieses Un bringt eigene Unruhe. Und das heißt, man darf nicht einfach zuschauen und im stillschweigenden Einverständnis sagen, ja, mach was ihr wollt, wir schauen nichts nicht hin. Dieses Un ist wichtig. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Immanuel Kant, der richtige, wirkliche Philosoph, der hat ja seine Artikel beantworten die Frage, was ist Aufklärung, folgendermaßen begonnen. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes oder die Leitung eines anderen zu bedienen. Zweimal un. Und wer das hört, der wird unruhig. Der wird sagen, dann möchte gerne diese Unmündigkeit loswerden. Und das war sein Ziel. Und diese Unvermögen, diese Unmündigkeit, die müssen weggemacht werden. Von daher hat er am Ende dieser Passage: Sapere aude, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Franz Kafka, die Verwandlung beginnt auch mit Un. Nur diesmal nicht zweimal, sondern dreimal. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Wer sowas hört, der muss sich sagen, das ist ein Zustand, den wir nicht weiter ertragen kann. Ich sage hier zum Schluss genau das. Wir haben den heiligen Tier, das heilige Tier, Schneelöwe. Wir haben da ein Untier. Wir müssen nur folgendes unzulassen, ansonsten nicht. Wir müssen die Tibeter, die Hongkonger, die Chinesen, die Dissidenten, die Taiwaner und die Südkoreaner, die Uiguren, wir müssen die unterstützen. Und noch ein Unwürde zulassen, wir müssen allen diesen Menschen, die für ihre Freiheit kämpfen, unter die Arme greifen. Natürlich ist das nicht alles, das ist, was wir jetzt gewünscht hätten, aber auf Englisch sagt man auch, the soul would have no rainbow
Hatley Eyes, No Tears. Und wir haben gemeinsam Tränen haben, haben wir gemeinsam uns zusammengetan. Und ich sage, heute sind wir hier versammelt. Es sind aber auch noch mehr Menschen, die heute gerne hier sein wollen, es aber nicht können. Und ich sage immer dann, diese physische Entfernung hat sogar unseren Einsatz für die Leidenden vervielfacht. Daher sage ich, united we stand, divided we fall in love with Tibet und Hongkonger. Dankeschön.